Es ist nicht irgendein Shooting. Nein, es ist sowas wie die Creme de la Creme. Vor Starfotograf Heli Meyers-Lense, die schönste Frau Österreichs. Die Mode Haute Couture. Von Fashion-Designerin Daniela Karlinger und Emanuel Burger, einem der aufstrebendsten Modelabels Österreichs. Die Hüte dazu kreiert Susanne Dullinger. Das Geheimnis der Aktion, Annika will nach dem Nissenjahr neu durchstarten, als internationales Model. Und dafür braucht sie ein gutes Modelbook, mit Fotos für Castings. Schon jetzt gibt's Kontakt zu Agenturen im Ausland. Mailand werde ich auf jeden Fall auch ganz viele verschiedene Castings besuchen. Aber genauso auch London, New York. Also ich möchte wirklich alle Fashion-Locations ansteuern, genauso auch wie Deutschland zum Beispiel. Doch zuerst ziehen wir mal Resümee. Wie läuft das aktuelle Missenjahr? Schließlich dauert die Amtszeit noch bis Juni. Für mich hat sich natürlich mein Leben komplett geändert. Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden, bin in meiner Persönlichkeit auch gewachsen. Und ja, es ist ja jetzt eigentlich noch ein gutes halbes Jahr hin, sage ich mal, bis zur nächsten Misswahl. Und ich denke, da werde ich noch weiterhin sehr viel dazulernen. Lernen fürs internationale Model-Business. Ein hartes Geschäft, das die 22-Jährige anstrebt. Noch dazu hört man oft, eine Miss sei kein Model. Das kann man auch nicht vergleichen. Eine Miss ist im Endeffekt natürlich eine wunderschöne Frau, aber ihr Job ist eigentlich nicht zu modeln, sondern sie repräsentiert in dem Fall wie bei der Annika das Land. Und ein Model ist ganz klar definiert, die macht Jobs für irgendwelche Designer auf Laufstegen oder sonst was. Ich glaube, dass diese zwei Bereiche tatsächlich schon auch übergreifend sind. Also als Miss bekomme ich genauso auch Modeljobs. Und als Model ist es natürlich auch wichtig, sich in der Gesellschaft zu repräsentieren, mit Kunden umzugehen. Alles, was ich eigentlich auch als Miss brauche. Also ich finde, da sind schon einige Gemeinsamkeiten vorhanden. Die Missen haben ein bisschen andere Posen wie die Models, weil die Models haben natürlich wiederum die Freiheit, dass sie halt auch cool sein können und legerer wahrscheinlich im gesamten Auftreten. Von einer Miss wird halt trotzdem immer ein sehr graziles Auftreten verlangt. Aber ein Unterschied, nein, merkt man nicht. Ich trainiere schon laufend, eben zu Hause, vor dem Spiegel. Ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass man Übung reinbekommt. Weil durch die Übung entsteht dann natürlich in gewissen Sachen etwas Routine und ich denke, darauf kommt es dann im Gesamtbild schon auch drauf an. Annikas Traum ist es, mal auf der New York Fashion Week zu laufen. Der Catwalk dort, das größte für viele Models und nur wenige schaffen es. Wie überhaupt nur wenige im internationalen Model-Business ankommen. Ich denke, dass er auf jeden Fall Chancen hat. Ich stelle mir nur die gesamte Branche sehr, sehr schwierig vor, vor allem, dass man wirklich langzeitig Fuß fasst. Das weiß man nie. Also die Trends ändern sich ja permanent. Das ist jedes Jahr ein anderer Typ gefragt. Ich glaube, es geht im Endeffekt darum, alles, was man nicht probiert hat, hat man nicht gemacht. Chancen hat sie natürlich. Also ist immer die Frage, was ist international? Und ausschließen würde da sicher nichts. Sie ist sehr kooperativ, sehr professionell, sehr diszipliniert. Und das ist das, was man vor allem im internationalen Business braucht. Und Annika weiß, was sie will. Nicht mal ein Mann könnte ihre Karrierepläne durcheinanderwirbeln. Nein, ich bleibe da schon fokussiert auf mein Ziel. Und es ist ja ein Ziel, das ich schon eigentlich mein ganzes Leben lang verfolge. Also ich habe das schon immer gewusst, dass das genau meins ist. Und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Auch wir werden dranbleiben an der schönen Gmundnerin und über ihre Karriere danach berichten. Vielleicht schafft sie ja den Sprung von der Miss zum international gefragten Model.